Hi, ich bin Jan und ich möchte heute mit euch über die Facebook-Werbeplattform sprechen. Ich bin Jan Stranghöner, komme aus Köln, bin Gründer und Managing Partner der Social Marketing Nerds, beschäftige mich seit ganz vielen Jahren mit der Facebook-Werbeplattform und wer schon mal in einem Seminar bei der 121 Watt war, kennt mich als Dozent für das Thema Facebook Ads und dort mache ich den Einsteigerkurs und helfe euch dabei, das Rüstzeug in die Hand zu nehmen, um auf der Facebook-Werbeplattform richtig Gas zu geben. Facebook-Ads oder Facebook-Anzeigen sind bezahlte Werbeformen in der Plattform Facebook, die ich nutzen kann, um meine bestehende Zielgruppe oder neue Zielgruppen mit meinem Content und meinen Produkten zu erreichen. Die Facebook-Ads als solche oder die Plattform ist darauf ausgelegt, Personen, Nachrichten, Botschaften, Beiträge zu zeigen, die uns vielleicht noch nicht kennen oder unser Produkt noch nicht kennen. Das heißt, beim Facebook-Universum, Facebook-Kosmos sind wir im Push-Marketing unterwegs. Das heißt, wir müssen Nachfrage schaffen. Wir müssen die Leute bei ihrer Reise durch die sozialen Kanäle auf Facebook, auf Instagram unterbrechen mit unseren Botschaften, um eine Form von Resonanz zu erzeugen. Das unterscheidet Facebook grundlegend von Google, weil im Google-Kosmos haben wir die Nachfrage, die wir bedienen können in Form von Keywords, von Suchvolumina, die haben wir bei Facebook nicht. Das heißt, unsere Hauptaufgabe mit Facebook-Anzeigen, ist es, Nachfrage zu schaffen. Im Paid-Social-Media-Bereich, im Bereich Facebook-Ads, haben wir den Vorteil, dass wir sehr spezifisch granular targetieren können auf Basis von Datenpunkten, die Facebook permanent durch unsere Nutzung erfasst, die Zielgruppen sehr genau zu fassen, sehr granular zu testen und auf Basis dieser Daten sehr schnell Entscheidungen treffen zu können. Die Daten, die Facebook so aus unserer Nutzung generiert, sind einzigartig. Keine Plattform hat die Form von Daten zur Verfügung, um sogenanntes People-Based Marketing zu machen. Also wir konzentrieren uns auf die potenzielle Zielgruppe, auf den einzelnen Nutzer, auf spezifische Interessenscluster, die wir dann über Facebook, Instagram, den Messenger und auch wahrscheinlich zukünftig WhatsApp dann ansteuern können, um effiziente Werbung schalten zu können. Auch wenn Facebook ein Riesenunternehmen ist und diese Plattform unfassbar viele Nutzer aus sich vereint und Werbung im Geschäftsmodell von Facebook eine tragende Säule ist, hat die Plattform in den letzten Jahren sehr viel Wandel durchlebt. Das heißt, ich würde es nicht als Nachteil bezeichnen, aber die Herausforderung auf Plattformseite ist, das System zu stabilisieren und uns Werbetreibenden ein Ökosystem zur Verfügung zu stellen, auf dem wir nachhaltig effizient, stabil Werbung schalten können. Und da ist es von Nachteil, wenn die Plattform schon mal nicht erreichbar ist oder durch Bugs und Fehlermeldungen irgendwie die Anzeigenschaltung komplexer wird. Aber auch da natürlich, this journey is 1% finished. Die Plattform arbeitet permanent an dem System. Und das ist für manche Advertiser ein Nachteil, weil sich permanent Dinge ändern und die Komplexität im System steigt. Heißt aber für euch, wenn ihr jetzt anfangt oder in der Vergangenheit angefangen habt, dann habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil den Personen gegenüber, die erst noch anfangen werden, auf Facebook Werbung zu schalten. Die Facebook-Werbeplattform eignet sich eigentlich für alle Unternehmen, egal ob B2C oder B2B, egal was dein Produkt ist, weil wir haben über 30 Millionen Facebook-Nutzer in Deutschland, die wir adressieren können, egal ob du in der beruflichen oder mit einem beruflichen Kontext oder mit einem privaten Kontext auf der Plattform unterwegs bist, bist du für Werbetreibende erreichbar. Das heißt, für jedes Unternehmen, was Nachfrage schaffen möchte, was zusätzlich zu den bereits bestehenden Performance-Marketing-Kanälen neue Potenziale heben möchte, vielleicht auch die Risikostreuung so ein bisschen verteilen möchte über die Kanäle, ist die Facebook-Werbeplattform auf jeden Fall ein spannender Kanal, um Erfahrungen zu sammeln, Daten zu generieren, die man fürs Marketing nutzen kann. Und vielleicht sind die Preise auf Facebook ja günstiger als in Display-Kanälen, in Printwerbung, in TV-Werbung. Das gilt es zu testen, aber ich glaube, für jeden Werbetreibenden da draußen oder jedes Unternehmen, was Marketing und Werbung machen muss, ist dieser Kanal wichtig im Marketingmix. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Aber die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und dementsprechend für jedes Unternehmen eigentlich geeignet dann. Ja.
wenn wir uns verschiedene Stufen in der Customer Journey angucken, dann haben wir im Prinzip drei Ebenen, in denen man die Werbeziele, die Kampagnenziele in der Facebook-Werbeplattform unterscheiden kann. Das ist zum einen Awareness, das ist die Consideration-Phase und das ist die Conversion-Phase. Also wir haben drei Ebenen, auf denen wir agieren können, je nachdem, wie unsere Ziele sind. Das heißt, alle betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Ziele, die ich eigentlich habe, Markenbekanntheit steigern, sichtbar werden, loyale Kundenkontakte aufbauen, direkten Abverkauf von meinen Produkten, Retention Marketing, also alles, was irgendwo im Marketingmix an Zielen existiert, ist über Facebook abbildbar. Und dementsprechend habe ich auch allerhand Ziele zur Verfügung. Also angefangen von Reichweite, Markenbekanntheit in der Awareness-Phase, dann in der Consideration-Phase sehr viel im Bereich Video-Views, Lead-Generierung, Interaktionen, die sagenumwobenen Fan-Kampagnen, von denen man ja, vielleicht ein bisschen Abstand halten sollte. Und dann gibt es noch die klassischen Conversion-Kampagnen, die dann wirklich darauf abzielen, Produkte zu verkaufen oder Kontakte zu generieren für meinen Newsletter zum Beispiel. Eine gute Frage. Facebook stellt jedem schon mal per se einfach ein Werbekonto zur Verfügung. Das heißt, die Infrastruktur ist sehr leicht erstellt. Man kann sehr schnell Geld bei Facebook ausgeben. Da ein Tipp, bitte niemals diesen bösen blauen Button klicken unter den Beiträgen, denn da verbrennt ihr nur Geld. Anzeigen schaltet ihr im Werbeanzeigenmanager, ein Tool, ein Instrument, was euch Facebook zur Verfügung stellt, was sehr mächtig ist. Da könnt ihr sehr leicht hinnavigieren, einfach mal kurz googeln oder rechts oben in der Desktop-Ansicht neben eurem Profilbild gibt es einen kleinen grauen Haken. Da mal draufklicken, dann klappt sich so ein Menü auf und dann kann man unter dem Punkt Werbeanzeigen verwalten oder erstellen direkt in den Werbeanzeigenmanager eintauchen und dann müsste man noch eine Zahlungsmethode hinterlegen und kann direkt loslegen. Wenn wir über die Facebook-Werbeplattform sprechen, haben wir verschiedene Plattformkanäle, die von dieser Werbeplattform bespielbar sind. Das ist einmal klassisch natürlich der Facebook-Kanal, das ist dann der Instagram-Kanal oder die Instagram-Plattform, das ist der Facebook-Messenger, das ist das sogenannte Audience-Network, also Inventar außerhalb der Facebook-Plattform, beispielsweise in Apps, die ich auch mit bespielen kann. Wenn ich jetzt kurz noch nachdenke, fehlt da eigentlich nur noch perspektivisch dann irgendwann WhatsApp. Das heißt, WhatsApp wird auch in die Anzeigenschaltung in absehbarer Zeit integriert werden. Das heißt, sehr mächtige Kanäle, um ja, Auslieferungen für meine Anzeigen zu generieren. Der Werbeanzeigenmanager von Facebook ist eher ein Instrument, was nicht besonders durch gute Usability besticht. Das heißt, der Aufbau ist ein bisschen komplexer, wenn man sich das erste Mal das Setup oder die Funktionalitäten und den Umfang des Werbeanzeigenmanagers anguckt, ist man häufig erschlagen. In der Regel habt ihr oben vier Reiter, in denen ihr euch navigieren könnt. Facebook wird aber auch zeitnah das ganze System nochmal umstellen und arbeitet sehr stark an der Visualisierung und vor allem die mobile Anzeigenerstellung ist aktuell noch ein absoluter Graus. Also mobil am Handy Ads erstellen, Finger davon lassen, setzt euch an den Rechner, macht den Werbeanzeigenmanager auf und dann habt ihr diese vier angesprochenen Tabs. Links habt ihr einmal die Kontoübersicht, da seht ihr die ganzen Ausgaben und was gerade für Kampagnen aktiv sind. Dann habt ihr die Kampagnenebene und auf dieser Kampagnenebene seht ihr dann wirklich untereinander aufgegliedert, welche Kampagnen ihr erstellt habt und auch direkt rechts daneben die Ergebnisse, die Ergebnisrate, den ausgegebenen Betrag und alle möglichen Kennzahlen, die für die Anzeigenschaltung wichtig sind auf Kampagnenebene. Dann habt ihr neben dem Kampagnenreiter den Anzeigengruppenreiter. In den Anzeigengruppen arbeitet ihr dann das Targeting aus, die Platzierung, die Gebote, die jeweiligen Limits für die Anzeigengruppe. Und ganz rechts habt ihr dann die Anzeigenebene. Da könnt ihr dann wirklich die einzelnen Anzeigen, die in den Anzeigengruppen liegen, die wiederum in den Kampagnen liegen, zuordnen und einsehen. Also das Ganze ist ein bisschen verschachtelt. Es gibt im Prinzip drei Stufen, in denen so eine Kampagne aufgebaut ist. Kampagnenebene, Anzeigengruppenebene und Anzeigenebene. Und das findet sich dann auch in der Struktur vom Werbeanzeigenmanager. Ja, gut oder schlecht dargestellt, kann man drüber streiten, dann findet sich dann wieder da. Es wird auf unterschiedliche Ebenen abgerechnet, also ihr habt die Möglichkeit nach Reichweite und Impressionen abzurechnen, nach Klickpreisen, nach Conversionpreisen.
Das ist so eine Frage der Geburtsmodelle und welche Kampagnenart ihr am Ende für euer Unternehmen und eure Zielstellung auswählt. Bezahlt wirklich, also es gibt verschiedene Bezahlmethoden. Es gibt einmal die Kreditkarte klassisch, es gibt ein PayPal-Konto, was ihr hinterlegen könnt, das sind die zwei. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit eines Lastschrift-Einzugs, also das Bezahlen auf Rechnung. Das ist für deutsche Unternehmen ja besonders wichtig, dass es das gibt. Und dann gibt es für größere Accounts, die ein bestimmtes Limit im Monat überschreiten, eine sogenannte Credit Line, das heißt ein Kredit, den Facebook euch einräumt, und am Ende des Zeitraums kriegt ihr dann einfach eine Rechnung von Facebook gestellt. Die Bezahlmethode ist relativ einfach. Die Abrechnungsmodalitäten, also welche Kampagnen, Abrechnungsmodi es dann gibt, die würden, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, aber es gibt ganz viele Geburtsmodelle, nach denen man auch optimieren kann, nach denen man dann abgerechnet wird. Und welches Geburtsmodell für welchen Kampagnentyp der richtige ist, das lernt ihr dann im Seminar. Facebook arbeitet, glaube ich, wie keine zweite Plattform daran, möglichst viele Anzeigenformate Werbetreibenden zur Verfügung zu stellen. Es hat mal klassisch mit Text- und Bildkombinationen angefangen, dann kam irgendwie der Link dazu, dann gab es Videos, dann gab es Lead-Ads, dann gibt es die Instant Experience, die jetzt aus den Canvas-Anzeigen resultiert sind. Also es gibt eine ganze Vielfalt von Möglichkeiten zu visualisieren, unterschiedliche Formate, je nach Berührpunkt mit der Marke, dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, kein zweiter Kanal kann das so gut wie die Facebook-Werbeplattform. Allerdings auch da, je mehr Formate der Werbetreibende zur Verfügung gestellt bekommt, desto komplexer wird es am Ende. Und wir leben in einer Welt, in der das Handy der wichtigste Kanal ist, und auch selbst da gibt es von kleinen 16:9 Anzeigen, quadratischen 1:1 Anzeigen und 9:16 Vertikalanzeigen für Story-Format sehr viele Tricks und Kniffe, mit welchem Format man jetzt auf welche Platzierung geht. Und da gilt es zu testen und auszuprobieren, und das ist so ein bisschen die Herausforderung dann auch auf der Kreationsseite. Wir haben auf Facebook die Möglichkeit, oder auf der Facebook-Werbeplattform die Möglichkeit, unterschiedliche Targeting-Formen zu nutzen, und diese Targeting-Formen untergliedern sich in drei Bereiche: einmal die Core-Audiences, einmal die Custom-Audiences und die sogenannten Lookalike-Audiences. Die Core-Audiences sind Zielgruppen oder Daten, die wir von Facebook zur Verfügung gestellt bekommen. Beispielsweise nutzt du dein Spotify- oder dein Netflix-Account mit dem Facebook-Login und überträgst so an Facebook, welche Songs du hörst und welche Lieder du gerade cool findest und welche Serien du guckst. Und natürlich kann Facebook dann im Hintergrund sehr leicht die Interessen zuordnen und zum Beispiel gewisse Schauspieler oder Musikgenres deinem Interesse zuordnen. Mit diesen Daten kann ich erstmal arbeiten, dann habe ich eine gute Basis, um zu starten. Ich kann dem ganzen System aber auch Daten hinzufügen, und dann sind wir in den Custom Audiences, die auch im Zuge der DSGVO und dieser ganzen Datenschutzthematik sehr häufig besprochen wurden. Das sind Zielgruppen, die basierend auf Daten, die ich dem System zuführe, also ich lade beispielsweise E-Mail-Adressen hoch, wenn ich das Einverständnis der Nutzer habe, die auch für Marketingzwecke auf Facebook nutzen zu können. Aber ganz einfach, eine zweite Custom Audience, die sehr populär ist: ich nutze die Personen, die in den letzten 10 Tagen mit mir auf Facebook interagiert haben, und spreche die dann nochmal gesondert an. Die hatten schon einen Berührpunkt mit deiner Marke, und du kannst da den Punkt im Prinzip setzen, um die Geschichte und die Markenqualität und die Markensichtbarkeit entsprechend aufzuladen in der Zielgruppe, bis sie vielleicht dann an den Punkt kommt, sich für dein Produkt zu entscheiden. Im Bereich Custom Audience gibt es noch ganz viele weitere Möglichkeiten, auch DSGVO-konform damit zu arbeiten, und ist ein sehr spannendes, eine sehr spannende Targeting-Option, eine sehr spannende Option, Zielgruppen zu erstellen. Neben den Core-Audiences, den Custom-Audiences, gibt es dann die Lookalike-Audiences, und die Lookalike-Audiences sind so ein bisschen Targeting on Steroids. Ja, wir vertrauen dem Algorithmus von Facebook an der Stelle, der nämlich das Leistungsversprechen hat: wenn ich ihm Daten zur Verfügung stelle, die ich mal in dem System hochgeladen habe oder die ich basierend auf Interaktionen erfasst habe, ich stelle Facebook
diese Datenbasis zur Verfügung und der Lookalike-Algorithmus oder der Facebook-Algorithmus baut uns dann statistische Zwillinge, also Zielgruppen, die so ähnlich sind, auf statistischen Merkmalen beruhen wie die Datenbasis, die wir Facebook zur Verfügung stellen, und das sind die sogenannten Lookalike-Audiences. Kurzer Crashkurs, 1-10% Lookalike-Audience sind möglich, also auch schöne Kuchenstücke, aber da aufpassen, es gibt im Idealfall startet man mit der 1% Lookalike-Audience und die bezieht sich aufs Zielland. Das heißt, egal ob Tante Emma um die Ecke, ein großer DAX-Konzern oder ein junges Startup, wenn ihr eine Quelle zur Verfügung stellt, eure 1% Lookalike-Audience ist in der Regel immer so 328.000 Nutzer aktuell groß, und dann muss man halt mit denen die Reise von vorne beginnen, weil sehr häufig sind das einfach Neukunden, die ihr euch erstmal erarbeiten müsst und die müsst ihr überzeugen von eurem Produkt und eurer Dienstleistung. Aber das sind die drei Zielgruppen, Targeting-Optionen, die ich im Prinzip zur Verfügung gestellt bekomme von Facebook. Die häufigsten Fehler oder der häufigste Fehler, den ich sehe, ist die Marry on the First Date-Taktik. Ja, also wir machen den Heiratsantrag beim ersten Date, wir wollen direkt die E-Mail-Adresse haben, wir wollen direkt den Abverkauf haben, wir wollen direkt den Warenkorb generieren bei einer Zielgruppe, von der wir gar nicht wissen, hat die überhaupt die Nachfrage, dass sie unser Produkt kaufen will, kennt die die Vorteile, ja oder nein. Also da rauszugehen und Kampagnen an Personen auszusteuern, die uns noch gar nicht kennen, mit dem direkten Ziel des Abverkaufs, das funktioniert in der Regel schlecht, außer ich habe ein krasses Impulskaufprodukt, was sonst keiner da draußen hat, oder ich bin eine starke Marke, die sich ihren Stellenwert schon erarbeitet hat, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt, wenn ich versuche, meine Kampagnen beim ersten Kontakt auf Abverkauf zu optimieren, werde ich, je nachdem wie groß ich bin, Probleme haben, dann wirklich den Kanal für mich ideal nutzen zu können. Den zweiten Fehler, den viele machen, ist, dass Zielgruppen zu groß gefasst werden, also dass man anfängt, irgendwie 20 Millionen Nutzer in Deutschland zu targetieren und man sucht beispielsweise Pflegekräfte im Recruiting-Bereich. Da macht bitte den Reality-Check, wie groß ist der Markt, ist es realistisch, dass diese Anzahl von Personen wirklich potenziell beispielsweise euch eine Bewerbung schickt, die Seite aufruft, sich das PDF runterlädt oder euer Produkt kauft. Also da wirklich mit dem Abgleich zu arbeiten, sind das realistische Zielgruppengrößen, die ich da angehe oder nicht. Und den dritten Fehler, den viele machen, ist einfach nicht zuzuhören. Ja, ihr steuert Anzeigen aus und es passiert was und Leute reagieren und geben euch Kommentare und fangen an, mit eurem Produkt irgendwie zu arbeiten. Seid resonanzfähig, also lernt mit den Leuten, was die über euer Produkt sagen und entwickelt da vielleicht neue Ansätze in der Zielgruppenansprache, um dann bessere Anzeigen zu schalten. Das sind, glaube ich, so die drei schnellen Tipps, die man so geben kann. Mein Quick-Win für Anzeigen auf der Instagram-Plattform ist aktuell, wenn ihr Story-Ads schaltet, also für Instagram-Story, Anzeigen aussteuert, da habt ihr die Möglichkeit, eine Umfrageoption mitzugeben, also zu sagen, ist dieser Sneaker schön, ja oder nein? Also einfach ein Interaktionselement auf die Anzeige zu setzen, das fällt ein bisschen auf. Die Leute oder die User, die ihr ansprecht, die kennen diese Funktionalität und da gibt man dann schnell auch mal so ein Voting ab. Das ist ein ganz schickes Element gerade, um auch schnell einfach abzufragen, wollt ihr das überhaupt oder wollt ihr das nicht? Dann lässt man das mal 2-3 Tage laufen und arbeitet dann mit dem Feedback der Leute. Ansonsten gibt es 2 Quick-Wins bzw. Themen, mit denen ihr euch beschäftigen solltet. Das ist das Thema Social Proof, also wie kriege ich auf meine Anzeigen in irgendeiner Form Interaktionen, Resonanzen, Kommentare, die auf das Produkt einzahlen. Und da wäre mein Vorschlag an euch, beschäftigt euch mal mit den Themen oder Inhalten, die ihr selber als Seite unter die Beiträge, die ihr bewerbt oder die Werbeanzeigen, also was könnt ihr da an Inhalt, an Mehrwert zusätzlich in die Kommentare packen, um die Leute vielleicht zur Interaktion zu bekommen oder zum Diskutieren. Also ihr könnt ja auch als Seite in eure eigene Anzeige in die Kommentare gehen und weiterführende Informationen da entsprechend posten. Okay, hat nichts mit Anzeigen zu tun, geht aber dann in die Richtung Instagram, auch da viele Grüße raus an den Herrn Zoll. Ihr fragt euch vielleicht, wie könnt ihr es anderen Personen möglich machen, dass sie eure Storys teilen? Ja, und die Möglichkeit besteht,
in euren Stories. Rein organisch, hat nichts mit Ads zu tun, ist aber ein super Quick-Win. Ihr könnt Leute markieren auf eure Story und wenn sie markiert sind, erst dann können sie eure Story teilen. Das heißt, ihr könnt auf eine Story sehr viele Personen, die vielleicht als Multiplikatoren fungieren, von denen ihr wisst, dass sie wichtig für euch sind, die auch cool mit euch sind, könnt ihr markieren und dann könnt ihr einfach einen kleinen Smiley oder ein GIF oder sowas da drauf ziehen. Und dann sieht das keiner, dass die entsprechend markiert wurden. Aber diese Personen, die markiert wurden, können euren Story-Beitrag weiterverbreiten. Stories als solche sind ja nur sehr schwer teilbar. Das wäre vielleicht noch ein Quick-Win in Sachen, wie kriege ich meinen Content innerhalb der Instagram-Stories distribuiert und weiterverbreitet.